liebe Hannoveranerin, liebe Hannoveraner, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Oksana Jansen, nach deinen Schilderungen, nach deinen Worten fällt es schwer, die richtigen Worte hier oben zu finden. Trauer, unendliches Leid. Viele Menschen haben ihr Leben verloren in den letzten 365 Tagen. Mich macht das wütend, mich macht das traurig und mich macht das nach wie vor fassungslos. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung und auch darauf wurde ja heute Abend schon hingewiesen. Als wir vor einem Jahr zusammenkamen, haben viele gesagt, dieser Krieg, den wird Russland schon nach einer Woche, vielleicht nach zwei Wochen, vielleicht nach vier Wochen gewonnen haben. So ist es nicht gekommen und so ist es zum Glück nicht gekommen. Und das liegt daran, dass es eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit in der Ukraine gegeben hat, von der ukrainischen Gesellschaft. Und darauf können alle diejenigen, die dort dazu beigetragen haben, in den letzten 365 Tagen wirklich sehr, sehr stolz sein. Das ist ein gutes Zeichen, eines, das Hoffnung macht. Es ist aber auch ein Zeichen der Mahnung. Wir dürfen unsere Solidarität und unsere Unterstützung nicht einstellen. Nicht in der Region Hannover, nicht in anderen Bundesländern, nicht in Deutschland, nicht in Europa. Wir müssen alles dafür tun, dass wir diese Solidarität, die es in den letzten 365 Tagen gegeben hat, dass es die auch für die Zukunft gibt. Ich möchte für die Region Hannover ganz klar sagen, wir werden die Ukraine nicht vergessen, sondern wir werden auch, solange es notwendig ist, unsere Unterstützung anbieten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei der Landesregierung, bei Stefan Weil bedanken, bei all denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier in der Region Hannover, in vielen anderen Teilen Niedersachsens wirklich solidarisch waren und helfen konnten. Viele Menschen aufgenommen haben, die zu uns gekommen sind. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als die ersten Züge in Laatzen angekommen sind, wie viele Menschen aufgenommen haben, junge Frauen mit ihren Kindern, die nicht wussten, was auf sie zukommt. Und wir haben es geschafft, durch die Hilfe von ganz vielen Initiativen hier in der Region Hannover, dass wir diesen Menschen hier bei uns Sicherheit bieten konnten. Das werden wir weitermachen, das versprechen wir, solange wie es notwendig ist. Liebe Hannoveranerinnen, liebe Hannoveraner, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle weiterhin unseren Beitrag leisten können. Wir können dafür sorgen, dass dieser völkerrechtswidrige Krieg mitsamt seinen Verbrechen weiter in den Köpfen der Menschen in diesem Land präsent ist. Denn auf eines setzt Putin, dass wir seine Verbrechen mit Gleichgültigkeit hinnehmen. Und das sage ich hier, und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder sagen, das wird nicht passieren, das wird nicht hier in der Region Hannover passieren, das wird aber auch in allen anderen Teilen in Europa nicht passieren. Auch wir hier in der Region Hannover, wir werden zur Sichtbarkeit der Opfer und zur Sichtbarkeit der Ukraine auch in den kommenden Wochen und Monaten beitragen. Wir wollen das auch mit einem neuen Netzwerk. Über unsere Partnerregion in Polen haben wir Kontakte aufgenommen zu einer Region in der Ukraine. Und ich glaube, auch das ist gerade in dieser Zeit ein ganz wichtiges Signal, dass wir diese Partnerschaften aufbauen, dass wir Hilfe leisten, dass wir Hilfsgüter dorthin schicken. Und auch das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten weitermachen. Ich möchte mich bei allen hier in der Region Hannover bedanken, die in den letzten 365 Tagen dazu beigetragen haben. Natürlich allen voran den ukrainischen Vereinen und all den Ehrenamtlichen, die dort geholfen haben. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Veranstaltung heute Abend. Alles Gute.